I'm coming home. Eigentlich wollte ich sowas hier nicht schreiben müssen. Doch ich spreche es aus, weil wir es beide wissen. Wir kennen uns nicht mehr, du bist mir fremd geworden. Die Zeit fliegt im Handumdrehen, wird aus gestern Morgen. Es ist, wie es ist jetzt, auch wenn ich's nicht verstehe. Wir haben uns nichts zu sagen, wenn ich das richtig sehe. Früher hab ich oft gelacht und auch geweint mit dir. Doch du gehst jetzt und lässt mich alleine hier. Dir fällt es nicht mal schwer, denn du hast dich schon vor langer Zeit entfernt von mir. Und nicht ich von dir, es würdest es nicht zugeben, doch du weißt, dass es stimmt. Komm, nimm es einfach so hin. Tu nicht so, als würdest du nicht wissen, was ich meine. Ich meine, du willst doch nicht mal, dass ich bleibe. Es tut nur so weh, weil du mir so wichtig warst. Ich würde gern mal wissen, was dir dein Gewissen sagt. Ich hab gedacht, deine Bruderschaft auf ewig. Doch es scheint so, als hätte sich das erledigt. Es fällt so schwer, es zu verstehen, doch ich kann nichts dran ändern. Wir waren so lange im selben Boot, du bringst das Schiff zum Kentern. Ich hab gedacht, deine Bruderschaft für immer. Jetzt sitze ich hier allein in meinem dunklen Zimmer. Es fällt so schwer, es zu verstehen, doch ich kann nichts dran ändern. Hatten so eine geile Zeit, warum können wir sie nicht verlängern, ha? Wir sind im Vienna Haus Andels Berlin im Loft 14 Berlin. Heute beim Web Talk Show Newcomer Battle, präsentiert von Karma Tea. Übrigens unbedingt mal ausprobieren, schmeckt gut und macht was Gutes für die Welt. Heute ein neuer Contestant, Luis Held, herzlich willkommen und dazu sein Pate Jonathan Elias Weiske. Was geht ab? Alles gut. Kein Corona hoffentlich. Ja, definitiv nicht. Also, du warst ja schon mal hier, jetzt könnte der eine oder andere sagen, hä, warum ist denn der jetzt Newcomer? Aber du hast ja im letzten Jahr erzählt, dein Album kommt und jetzt ist es da. Am 14. Februar ist es rausgekommen, das heißt Held. Ja, es ist sehr, sehr gut. Welcher ist der Song, den du am wenigsten gerne performst? Am wenigsten gerne performe? Oh, gute Frage. Wahrscheinlich nur mit euch, weil es der einzige Titel ist auf der Platte, wo ich wirklich singe und nicht rappe. Und ich da wirklich etliche Takes gebraucht habe, damit das so klingt, wie ich mir das vorstelle. Und deswegen ist das, glaube ich, live dann, weiß ich nicht, mache ich so ein Song, so Full Playback oder so. Muss ich mal schauen. Aber würde ich jetzt spontan sagen, ja, nur mit euch. Insgesamt, ich mag das Album sehr, sind viele tolle Sachen drauf, wir reden gleich drüber. Erstmal will ich wissen, Jonathan, du hast gesagt, Luis ist dein Newcomer Battle Teilnehmer. Warum hast du dich für ihn entschieden? Als du mich gefragt hast, kam Luis irgendwie als erstes in meinen Kopf. Das lief ja ein bisschen anders, ne? Ich hab dir jemanden vorgeschlagen, du hast gesagt... Ach, stimmt. Nee, aber oh, Luis Held. Stimmt, du hast das sein. Stimmt. Ja, siehst du, es ist noch besser tatsächlich. Genau, dann habe ich gesagt, es ist immer schön, wenn man die Regeln bricht. Und ich habe mich gegen jemanden entschieden. Anderen entschieden, einfach weil ich Luis unbedingt dabei haben wollte. Nee, weil ich die Musik einfach sehr, sehr gerne mag. Ich höre ihn sehr gerne und weiß auch, ich bin sein größter Fan. Nicht nur von meiner Körpergröße her. Nein, ich feiere die Musik, ich mag die Ehrlichkeit, die er hat in seinen Songs und das machen auch nicht viele. Ich habe das Gefühl, viele ab dem Moment, wenn sie, sag ich mal, bekannter werden, entscheiden sich, eine Mainstream-Richtung einzuschlagen und ich finde, er ist sich treu geblieben, rappt über die Sachen, die er gerne mag und die auf dem Herzen liegen. Ja, das mag ich gerne. Danke, Dina. Ja. Und du hast dich mittlerweile wahnsinnig gut entwickelt im Rap. Es gibt einen Song als Video, der geht so 16.000 Jahre. Eigentlich nur 12 Minuten, aber... Genau, nee, der startet bei... 8 Minuten. Bei Jam FM. Du sitzt dort... 9 Minuten im Video. Ja. Genau, und dann rappst du dir die Seele einmal komplett runter. Ja. Wahnsinnig geiler Text. Der Beat am Ende, finde ich, nimmt nochmal so einen geilen Weg ein. Ein Hammer. Wie viele Stunden hast du gebraucht, um den zu schreiben? Und wie hieß der überhaupt? Wie hieß der? Ja. Der Song? Der Song heißt einfach Ich und ich habe den Namen eigentlich ausgesucht, so ich glaube, ja, 24 Stunden vor Release ungefähr, ne, wo dann irgendwie noch das Label angerufen hat und gesagt, ey, wie heißt denn das Ding jetzt eigentlich? Einfach Ich. Ursprünglich war das mal als Intro gedacht und deswegen hieß das irgendwie Arbeitstitel Intro. Ein achtminütiges Intro. So hast du's nee, ich hab damals angefangen, das zu schreiben, das ist wirklich jetzt auch schon bestimmt ein Jahr her. Da habe ich schon die ersten Zeilen davon geschrieben
Und das hat sich halt immer so weiterentwickelt. Ich habe immer weiter geschrieben, weil ich gedacht habe, nö, kann ja noch ein bisschen länger werden. Und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, das hat jetzt so ein Level erreicht. Man kann da wirklich eine komplette Story draus machen. Ist schon ein bisschen Faust, Osterspaziergang. Vielleicht höre ich jetzt mal auf. Ich fange jetzt mal ganz, ganz früh an und gehe sozusagen eigentlich so meine Jugend und mein Leben durch und wollte eigentlich so ein Erklärtrack irgendwie machen. So, ne? Ich wollte einfach wirklich den Leuten mal meinen Weg zeigen. Ja, wie ich mich damit gefühlt habe. Das ist eine Vorstellung von dir. Ja, und dann kam natürlich am Ende noch diese große Dankespassage, weil ich auf jeden Fall der Meinung bin, dass ich das alles halt nicht hätte schaffen können, ohne die vielen treuen Begleiter, die man so hat, die einen unterstützen und an einen glauben. Und dann kamen da noch mal ein paar Minuten dazu, weil ich mich dann, wenn ich mich bei dem bedanke, muss ich mich auch bei dem bedanken. Ja, aber glücklicherweise, wie beim Geburtstag, wenn du den einlädst, der muss auch noch dazu. Aber glücklicherweise hast du dich nicht bei deinem Paten bedankt, der dich jetzt hergebracht hat. Ja, genau. Beim nächsten Album gibt es einen Jonathan-Song. Deal. Ja, danke, Jonathan. Dass du mich für die Web-Talk-Show eingeladen, nur deswegen. Um das Ding hier gleich zu ziehen. Es ist abgefahren, weil du beschönigst gar nicht. Du sagst auch, was richtig kacke gelaufen ist. Die Leute haben gedacht, nachdem du Hauptrolle gehabt hast, bei Bibi und Tina, glaube ich, war damals der Bezug, dass du jetzt endlich reich bist. Haben das Leute wirklich geglaubt und wie sind die auf dich zugekommen? Die haben, also ich will jetzt nicht sagen alle, ne, aber es ist natürlich bei vielen gerade dann, ich war 17 da, ne, als ich das bekommen habe, oder 16 sogar, und dann fragen die Leute natürlich auch völlig emotionslos, ja, wie viel kriegst du dafür und so, ne? Wie viel Geld verdienst du? Das ist so bei manchen halt, wir haben keine Angst, sowas zu fragen. Fand ich jetzt auch nicht schlimm. Ich habe es auch eigentlich nicht gesagt, so den engen Freunden dann irgendwie schon. Aber die Leute, ich habe dann auch oft mal gefragt, was denkst du denn? Und dann hat weiß ich noch, ein Kumpel von mir hat tatsächlich gesagt, ja, so 100.000 oder so. Und ich so. So wenig? So wenig. Aber das musst du dann sagen, was hast du für Vorstellungen? Das sind natürlich 10 Millionen gewesen. Natürlich. Hallo, Erstlingswerk. Und gerade bei jungen Schauspielern bezahlt man viel mehr. Definitiv. Vor allem bei Leuten, die noch nie irgendwas gemacht haben. Du hast aber so eine Erfahrung auch gemacht, ja? Ja, natürlich. Also ich meine mit 16, 17, ich habe ja schon relativ früh angefangen, auch noch jünger tatsächlich, da sind ja auch 50 Euro für, ne, mit 50 Euro bist du reich, wenn du 15 bist. Ne? Dann gibst du für alle Jungs irgendwas aus. Von daher, wenn du dann natürlich Geld verdienst als Einziger oder die meisten haben dann, keine Ahnung, damals noch, weißt du, die meisten hatten Minijobs für 4 Euro die Stunde, gab es noch keinen Mindestlohn. Du konntest dir FIFA auf einen Schlag kaufen. Genau, und du warst dann der Junge, der irgendwie halt nicht auf das Taschengeld der Eltern ungefähr warten musstest, dann warst du natürlich für alle reich. Aber es war natürlich nicht in der Dimension, wie sich das manche vorgestellt haben. Also, ja. Ich nehme mal an, dass ein Großteil der Musikvideos, die entstanden sind zu deinem Album, aus eigener Tasche finanziert wurden. Für das Album nicht. Ich habe Plattenvertrag bei Universal, ne? Und dann gibt es da so vertragliche Abstimmungen. Natürlich kannst du nicht so viel Geld ausgeben für ein Video, wie du willst. Ne? Ich hätte gern 100.000 Euro ausgegeben. Also viele Videos hat Universal sozusagen bezahlt. Da gibt es dann noch so Regelungen mit Recoupen und die Hälfte, das will ich jetzt gar nicht genau drauf eingehen. Ne? Aber ich habe dann selber gesagt, weil die dann irgendwann gesagt haben, ja, nee, wir machen jetzt dieses Video noch. Und ich habe gesagt, Leute, wir müssen mehr Videos drehen, weil die Leute brauchen heute was Visuelles. Und ich mag das einfach, ich liebe es auch, Videos zu machen. Und habe dann gesagt und habe dann mit meinem Kameramann halt einen Deal gemacht und habe nochmal 3 Videos dazu gepackt, von mir quasi. Auf eigene Kosten. Und mehr einfach verdient? Mehr verdient gehört auch dazu, ja. Mehr verdient ist super. Danke. Also der Song ist fantastisch. Danke. Das Video ist großartig. Wer hat es gedreht? Wie heißt er? Alle meine Videos macht Mest. Genau. Mest. Wahnsinnig talentierter Typ. Sehr, sehr guter Mann. Sehr, sehr guter Mann. Und auch schön generell auch das Zusammenspiel mit der weiblichen Hauptdarstellerin. Das funktioniert alles klasse. Cool, danke. Dieser Mix oder diese, sagen wir mal, dieser Zeitraffer, wenn du da in diesem alleinigen Zimmer umherliegst von links nach rechts, ist schön geworden. Und mir gefällt eine Textzeile besonders gut, und zwar die letzte, die du sprichst. Ja. Welche ist das? Wenn Liebe eine Entscheidung wäre, meinst du? Ne? Weißt du, wie es einfach wäre, wenn Liebe... Ja, es ist auch die Zeile davor. Wir haben unsere Zeit auf keinen Fall verschwendet. Wir haben uns nicht getrennt, das mit uns Zweien ist nur vollendet. Ja. Und das fand ich so toll. Und das, die Idee zu dieser Zeile ist tatsächlich nicht von mir. Ich habe mit einer Schauspielkollegin Lea van Acken mal geredet. Und die hat das so formuliert. Und ich habe gesagt, ey, das ist eine krasse Zeile. Muss ich so, dir leider ich, jetzt klauen, tut das mir leid. Das muss ich jetzt sagen. Aber ich gebe jetzt hier offiziell für diese Zeile Credits an Lea. Und liebe aber nicht Grüße. liebe Grüße. Aber nicht für die, weißt du, wie es einfach wäre, wenn die eine Entscheidung wäre. Das nicht. Das war groß. Vielen Dank.
Also mir hat das Album insgesamt sehr, sehr gut gefallen. Ich war überrascht. Du hast tatsächlich geschafft, dass ich irgendwann, also spätestens bei Refrain 3 habe ich immer mitgesungen. Ich weiß gar nicht, wie du das hingekriegt hast, bei jedem Song. Und für mich gibt es keinen schwachen Moment da drin. Geil. Keine Ahnung. Cool, danke. Keine Ahnung. Hast ich mag du einen Lieblingssong? Kurzer Wasch, ja. Wie heißt er? Habe ich ja gerade gesagt. Hast du nicht zugehört? Mehr verdient. Ne, das hast du nicht gesagt. Habe ich nicht du hast direkt gesagt, du machst das Video sehr okay, gerne. Ja, Jonathan übernimmt dann hier. Du? Nee, tatsächlich, den mag ich am liebsten. Habe ich auch. Also Erik Philippi, ne? Erik Philippi, er hat es auch produziert. Und der singt fantastisch. Ja. Also wirklich, das greift tatsächlich noch mehr die Emotionen, die er da. Der macht gar nicht so viel mit seiner Stimme, aber wenn er so in die etwas kratzigeren Momente reingeht, fantastisch. Der hat ja auch so ein Organ schon. Ja. Ne? Und das, also ich habe, eigentlich wollte ich den Refrain auch machen, ne? Und ich habe ihm dann irgendwann mein Demo geschickt. Und er hat das auf seine Weise halt interpretiert und irgendwie ein bisschen umgeswitcht und hat das mir dann einfach zurückgeschickt. Und dann habe ich ihn sofort angerufen und habe gesagt, machen wir so, ne? Alles klar, danke. Du hast keine Wahl. Aber es sind noch mehr Feature-Gäste dabei, ne? Also du jetzt nicht, Jonathan, klar. Nächstes Mal. Ja. An den Bongos, an der Percussion. Wer ist noch dabei? Und warum? Es ist wieder mal mit dabei, wie auch bei der Helium-EP, Fab und Mest. Mest macht ja meine Videos, den kenne ich seit der Schauspielschule. Wir sind jetzt schon seit Tag 1 ein Team und der ist ein talentierter Typ und das soll auch so weitergehen. Ne? Und Fab ja auch. Ne? Und der hat ja auch 3 Songs auf der Platte produziert, glaube ich. Und waren auch zusammen im Studio viel. Und dann ist es halt auch so zustande gekommen, dass wir gesagt haben, irgendwie versucht doch mal jetzt einen Refrain rauszumachen und einfach zusammen gearbeitet. Und mit Fabi ist es sowieso immer. Das ist so eine Wundertüte eigentlich, was bei rauskommt, aber meistens ist es gut. Und wenn es nicht gut ist, dann ist es oftmals auch richtig scheiße, aber es gibt nur diese 2. Und dann verkaufen wir es einfach an andere Künstler und sagen, hey, Riesenhit. Genau. So. Nee. Es gibt einen Song, bei dem eine Frau viel mitsingt? 2 sogar. Scherben aber und Kommen und Gehen. Kann es sein, dass da aber als Feature nicht der Name drin steht? Nee, das stimmt. Wie kommt sowas? Das ist halt kein richtiges Feature. So, ne? Sie hat ja die Backing-Vocals gemacht. So, ne? Also ich singe ja quasi den Refrain. Und das wollte ich auch machen. So, ne? Und das haben wir jetzt nicht richtig als Feature angesehen. Aber ich mag das super gerne, wenn Emily das macht. Und das werde ich auch wahrscheinlich weiterführen in den nächsten Songs, dass da immer mal wieder Emily ein paar Backing-Vocals reinbrettert. Genau, und wer sich jetzt fragt, welche Emily, es geht um Emily Roberts. Emily Roberts. Ganz großartige Frau, war auch schon in der Web-Talkshow. Wenn du die Folge mal sehen willst, klick mal hier. Und die Pläne, wie geht's jetzt weiter oder arbeitest du jetzt erstmal mit dem Album Held weiter? Weil ich weiß du schreibst ja garantiert schon am neuen Zeug. Ja, das ist ja immer so eine Sache, ne? dass quasi dieses Album, wenn du das dann rausbringst, dann ist der Entstehungsprozess und dass du die Songs gemacht hast, ist ja auch schon wieder ein bisschen her. Ne? Und ich bin jetzt natürlich schon wieder völlig dabei und schreibe neue Texte und habe echt wirklich krass gute Sachen dabei. Also es wird wirklich, ich hab's schon gehört. Ja, es wird wirklich noch besser. Es wird immer besser. Aber Texte schreiben machst du ja auch, Jonathan. Du hast ja was Abgefahrenes Aktuelles. Erzähl mir mal ein bisschen was davon. Es geht in Richtung Fridays for Future, aber nur so im Grundgedanken, ne? Genau, das ist auf jeden Fall eine Anregung. Also die generelle Klimasituation ist eine Anregung für mich gewesen, weil es mich berührt und belastet irgendwo, beides zusammen. Und so wie Künstler halt sind, versucht man immer damit umzugehen, innerlich, in allem, was einem auf der Seele und auf dem Herzen liegt. Und dann habe ich wirklich eine neue Art gefunden, damit umzugehen, so eine Liebe und eine Leidenschaft in mir entdeckt, zu schreiben. Und am Anfang dachte ich, ey, komm, ich habe so viele musikalische Freunde, schreibst einen Song. Nichts leichter als das. Genau, habe ich sehr schnell gemerkt, dass hat nicht ganz funktioniert. Ich hab ein rhythmisches Talent, glaube ich, irgendwo, aber überhaupt nicht melodisch. Also da bin ich komplett raus. Und dann wurde aus meinem Songschreiben halt ein rhythmisches Schreiben. Und daraus ist dann Poesie entstanden, wenn man es so nennen möchte. Ich weigere mich immer, das Poetry Slam zu nennen, weil das ist eigentlich die Veranstaltung. Und es ist Poesie, gesprochene Worte. Über Themen der Zukunft, die mich interessieren, die mir auf dem Herzen liegen. Und hauptsächlich halt Klima, Gesellschaft. Und das ist es eigentlich. Wo kann ich es hören, wo kann ich es lesen? In dem Moment, wo wir das hier gerade aufnehmen, ist es noch nicht draußen. Ich habe es vor, in den nächsten Wochen, im nächsten Monat hoffentlich zu releasen, als Poetry for Future. Das ist so die Idee. Weil ich tatsächlich herausgefunden habe oder entdeckt habe, dass es das noch nicht gibt, diese Bewegung. Ich meine, es gibt For Future, Blank For Future
in jeder Kategorie. Songs for Future, Parents for Future, Grannies for Future, es gibt alles, ja. Grannies for Future? Gibt es alles, ja. Also, was? Wirklich, es ist absurd, aber es gibt alles mit For Future, außer... Es gibt ja auch Omis gegen Rechts. Gibt's genau, ja auch. Genau, es gibt halt alles mit For Future hinten dran, außer Poetry. Und ich dachte, das wären so die Ersten, die sich auf diesen Zug werfen und da irgendwie zusammenarbeiten. Und die haben natürlich auch alle was für sich gemacht, aber halt alle alleine. Und ich würde da gerne so eine, irgendwie so eine Plattform bieten, gar nicht mal in Bezug auf mich, deswegen auch unabhängig von meinem Namen, wo man einfach, wo die Leute zusammenkommen können, um poetisch über Gedanken zu teilen und mitzuteilen bezüglich Zukunft, Entwicklung, Menschheit, Natur etc. Und dafür habe ich die Plattform auf YouTube und auf Instagram vorzugründen, die Poetry for Future heißt. Aber die Instagram-Seite Poetry for Future gibt es schon? Ich habe beide jetzt schon, sage ich mal, eröffnet, damit der Name natürlich schon gut. Gut, das heißt, man kann schon mal direkt hingehen, direkt abonnieren. Ich glaube auch, wenn wir das hier veröffentlichen, ist es hoffentlich schon alles da. Das ist so zumindest der Plan und die Idee. Wenn nicht, ich ranhalten. Ja, ich weiß. Aber Zeitdruck ist immer gut. Ich arbeite immer gut, wenn ich einen Termin habe. Von daher, wenn du mir sagst, wann das hier rauskommen soll. Das sage ich dir, weil ich sage es dir auch ganz genau, weil du musst ja dann für Luis die Werbetrommel rühren. Es gibt dann bei Instagram das Voting. Der aktuelle Titelverteidiger tritt dann gegen dich an oder du gegen denjenigen. Und dann musst du natürlich alle die Fans von dir mobilisieren, du deine, um dann zu gucken, wer die stärkere Fanbase. Das kriegen wir hin. Schisch. Ja, das kriegen wir hin. Genau, das ist so der Plan und ich hoffe, dass das ein bisschen was bewegen kann. Vor allem, wir haben ja auch eine relativ junge Zielgruppe und das ist ja auch immer so der Punkt, über den man sich Gedanken macht, dass man einfach mal anders influenced, ne, als, sage ich mal, der Großteil doch auf Instagram etc. und das mal nutzt, wie es sein sollte. Und zwar auf positiven Wege. Und ich hoffe, dass das ein bisschen was anregt und bewegt. Word. Wir spielen Killer A Cappella Karaoke mit Luis Held, aber heute mal different rules. Wir singen nicht, wir sprechen die Songs. Trotzdem bleibt es natürlich ein Quiz. Wer hat den Song gesungen, wie heißt der Song oder wie geht der Text weiter? Jeder hat 5 Songs vorbereitet und wer am Ende gewonnen hat, hat gewonnen. Und unsere Kategorie ist I'm So Happy Songs. Möchtest du anfangen oder soll ich? Ich fange an. Okay, aber denk dran, du musst wirklich, ne, ohne Emotion und ohne Melodie vortragen. Okay. Schaffst okay. du niemals. Jetzt ist einer meiner Lieblings-Happy Songs, wirklich. Die eigentlich fast jeden Morgen. Okay. Eigentlich ein bisschen leicht. Okay. We get it on most every night when that moon is big and bright. Oh, Dancing in the Moonlight. Von? Dancing in the Moonlight, everybody's feeling all than right. Ja, das hilft mir natürlich nicht bei der Erfindung des Interpreten. Ist auch schwer, ich glaube, es ist ein One Hit Wonder gewesen. Ja, garantiert. Freeloaders. Toploader. Ah, aber ey, so nah. Gut, 1-0 für mich. Okay. Bist du bereit? Ich bin bereit. Now there is the song I wrote. I hope you learned note for note like good little children. Ich kenn das. Bist du noch ein bisschen weiter? Ja, oder? Ja, noch weiter. Now listen to what I said. In your life, expect some trouble. When you worry, you make it double. Kannst du das nochmal singen? Es ist so leicht, wenn ich singe. Ich kann. Okay, weil du es bist. Now there is this song I wrote. I hope you learned it note for note. Den Text kanntest du ja schon, weil ich ihn vorgetragen habe. Eine Idee? Ich komme jetzt nicht drauf. Don't worry, be happy. Ja klar, Mann. Genau. Okay. Unfassbar. Es bleibt bei 1-0, du bist. Try getting out of bed. No coffee in the world is strong enough to battle the beast inside my head. Oh, I know you know this too. I struggle just as much as you. This look on your face, babe, I got you. Got the weight of the world on your shoulder. When you're feeling lost, I will hold you. Is this gonna be the best day of my life? Nee. Schade. Du kennst das, 100%. Okay, aber noch nicht. Need a place to sleep, here's my sofa, come over, ich hätte eine Idee, wer es sein könnte, weil wir eine gemeinsame Bekannte haben, aber ich glaube nicht, dass du die gepickt hast. Warum nicht? Emily Roberts? Song? Das muss ich nicht erraten, es reicht, wenn ich weiß, wer es ist. Ist richtig? Right now we're feeling so low. At least we're not riding solo. Life is just like a... Da. Ja, genau. Genau. In This Together, Emily Roberts. In This Together, genau. Dschungelcamp-Song 2020. Ja, Mann. 2-0 für mich. Bam! Das zählt, oder? Ja, das zählt schon. Ich habe einen Punkt, ja. Okay. Ich habe was sehr Leichtes für dich. Hast du was Deutsches mal? Vielleicht. Aber erstmal das.
So no one told you life was gonna be this way. Your job's a joke, you're broke. Your love life's DOA. Das heißt dead on arrival. It's like you're always stuck in second gear when it hasn't been your day, your week, your month or even your year. Kein Plan. Gar nicht? Gar keine Idee. Ich hoffe, der nächste ist Deutsch. Ich sing's dir mal vor, weil ich höre, du kennst es. So no one told you life was gonna be this way. Your job's a joke, you're broke, your love life's DOA. And like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, your week, your month, or even your year, but... Ja, 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 keine Ahnung, ja. Friends. I'll be there for you. Ja, natürlich. Na, 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 na. Da hätte ich jetzt noch drauf gewartet. Tja, mach nichts, ich bleib bei 2-0. Du bist. Manchmal hast du Künstler, die können mit deutschen Songs halt gar nicht. Ich habe mir gedacht, du kannst mit deutschen Songs halt gar nicht. Ja, genau. Das ist unfair, ey. Okay, pass auf. Ich passe auf. Scheißegal. Das Gesetz bedeutet nichts für mich. Ich gebe schon immer einen Fick drauf, was richtig ist. Ich habe eine große Fresse, auch wenn du ein Grizzly bist. Mein Freund, ich bin, wie ich bin. Mann, es ist, wie es ist. Ich habe eine Abneigung gegen Lehrer und eine 6 in Mathe. Ich habe es ihm einfach weggenommen, wenn er was Besseres hatte. Ich behalte alles für mich. Ich gebe nie ab. Das ist Sido. Ich scheiße auf Mitleid und Gefühl. Ich gebe einen Fick. Ja! Genau, weißt du, welcher Song? Nee. Ich bin ein schlechtes Vorbild. Na, ja. Und wer sagt was Schlechtes? Ja. Ich passe krass, nicht in dein Konzept, egal mir geht es. Prächtig. Ich habe deine Intonation erkannt bei dir. Nicht emotionslos genug gemacht. Okay, jetzt kommt was Deutsches für dich. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Du bist mein Engel, dem ich quasi alles zu verdanken habe. Luis hält Mama. Richtig. Wie geht's weiter? Du kriegst es zurück. Bitte, Mama, warte drauf. Ich habe versprochen, dass ich dir dein Haus in Dahlem kaufe. Genau. Und hey, für alle, Mama, die sich gewundert ich haben, ich werde dich stolz machen. Dahlem ist in der Nähe von Berlin. Das ist in Berlin. Nicht, wenn du Leute aus Berlin fragst. Hier bin ich geboren. Hier bin ich, ja. Hier werde ich begraben. Peter Fox, Haus am See. Ey, das gibt's doch nicht, Mann. Du bist, also ich bin, ist was Englisches, weiß ich, freust du dich? Können wir das nochmal rückgängig machen und ich nehme was anderes? Nein. You were everything, everything that I wanted. We were meant to be, supposed to be, but we lost it. Kenn ich. And all of the memories so close to me just fade away. All this time you were pretending. Wirklich? Ich bin raus bei Englisch. Vielleicht hilft dir die Melodie. Ja. All this time you were pretending so much for... Avril Lavigne, my happy ending. Damit steht es 4-1. Ich führe ein wenig. Pass auf. Jeder hat noch einen. I don't know what you heard about me. Das ist doch unfair, Mann. Hey, mach mal weiter. But a bitch can't get a dollar out of me. Ah, 50 Cent. I don't know what you heard about me. Na, 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 so, na, ich hab keinen Bock mehr. Du kannst noch einen Punkt holen. Lass dir den nicht entgehen. Es steht 5-1 für mich, aber es kann noch 5-2 werden. Das wär echt schön. Are you ready? Ja. Ist Englisch? Friday night and the lights are low. Looking out for a place to go. Where they play the right music. Getting in the swing. You come to look for a king. Ich gebe dir mal eine Melodie für den nächsten Part, ja? Anybody could be that guy. Night is young and the music's... Hi, with a bit of rock music, everything's fine. You're in the mood for a dance. And when you get the chance, you are the dancing queen. Ja! Luis hält aber den zweiten Punkt. Wir fassen zusammen, du hast aber und dich erkannt. Geil. Damit kann ich leben. Jonathan, komm doch nochmal zu uns. Also, Luis, ich wünsche dir... Ganz viel Spaß beim Webtalk Shaniqua Battle. Du hast natürlich deinen Paten, der natürlich kräftig die Werbetrommel rührt. Ich bin gespannt, ich drücke die Daumen. Ich bin guter Dinge. Der Song ist auf jeden Fall stark. Dein Album ist super, unbedingt reinhören. Luis Held, das Album heißt Held ist überall erhältlich. Ah,
erhältlich. Und du hast da ist jetzt ja noch keiner drauf. Oder? Ich stark, wenn das so spontan kommt. Und du hast jetzt noch eine unglaubliche Möglichkeit zum zweiten Mal in deinem Leben, denn du darfst in deine Kamera sagen, was du noch nie in eine Kamera dieser Welt gesagt hast, aber schon immer mal sagen wolltest. Ich bin sehr gespannt, was du beim zweiten Mal sagen wirst. Für dich gilt, du wirst eine fantastische Woche haben und die Welt ist ein wunderschöner Ort. Sorg dafür, dass es so bleibt. Ich habe noch nie in eine Kamera gesagt, die Web-Talkshow ist die beste Talkshow der Welt.